Liga TV. Der SV Stockerau. Gegründet 1907. Österreichischer Pokalsieger und somit Europacup-Teilnehmer 1991. Ein Traditionsverein. Nachdem der Weg Anfang des letzten Jahrzehnts stetig nach unten ging, will man nun in der Lenostadt wieder an alte Erfolgszeiten anschließen. Nicht nur sportlich soll der SVS wieder in höhere Regionen des österreichischen Fußballs zu finden sein. Auch das Stadion Alte Au wurde saniert und mit 409 Sitzplätzen ausgestattet. Zudem wurde auch die alte Kantine durch eine neue ersetzt. Im März kann auch der neue VIP-Bereich präsentiert werden und auch der Rasen erfuhr eine Komplettsanierung. Bereits im November 2010 wurden bei der Generalversammlung die Weichen für die Zukunft gestellt. Es wurde ein neuer Vorstand gewählt aus 6 Personen und die Spitze bildet jetzt der Herr Stadtrat Ottmar Holzer, der die letzten 3,5 Jahre geschäftsführend tätig war, und der alte Obmann, das ist jetzt der Vorstandsvorsitzende, das ist der Herr Karl Kawatzki, und weitere 4 Personen. Es beginnt jetzt in Jänner, werden wir eine Aktion starten, die Mitgliederaktion. Wir werden versuchen, Mitglieder für den Verein zu werben. Was sich da daraus ergibt, aus den nächsten 2 Jahren, wir hoffen, dass wir wieder Funktionäre finden. Es ist nicht schlecht, wenn man ehrenamtliche Funktionäre hat. Wir kommen momentan über die Runden, aber natürlich ist immer nützlich, wenn man wieder nachdenkt. Damit es mit dieser Zukunft auch klappt, wurde mit Martin Haselmeier, ein ehemaliger SVS-Spieler, als Chef der Nachwuchsabteilung engagiert. Dazu wurde mit Bernhard Kremser, ein ausgebildeter Bundesliga-Manager für das Marketing, gewonnen. Es wird also alles getan, um in Stockerau bald wieder einen Titel feiern zu können.